Oh, kommen die letzten beiden Whisky noch? So, dann reißen wir dich mal ein. Komm bitte, bring den jetzt einfach da rein. Nein, natürlich legst du den da ab. Och, Kinnas. Ein bisschen noch, ein bisschen noch. Ja, klauen wir doch hier ein paar Quadratzentimeter. Ist mir ziemlich egal. Hier fehlen immer noch zwei Whisky. Och, Menno. Mach doch einfach hinne. Keiner Bock mal hier den Whisky da hochzuschleppen. Ich glaube, ich überlege gerade, ob ich hier unten wahrscheinlich schneller fertig wäre, wenn ich hier jetzt nochmal die Opferung, das Ritual der flinken Füße starte. Ich glaube, ich mache das jetzt gleich, wenn er durch ist mit der Forschung. Brauche nur ein paar Sekündchen. So, zack, flinke Füße. Und mein Helm mit dem ganzen Schmarren. Oh Mann, ich bin gespannt. Ja, ich glaube tatsächlich, das wird was, dass die Opferung hier schneller fertig wird. Hier ist ja schon gefühlt alles da an der Fahne. Natürlich nicht tatsächlich, deswegen sage ich ja gefühlt. Ah, spannend, spannend, spannend. Werden wir hier eher fertig? Ich glaube, oben fehlt jetzt nur noch ein Whisky. Ja, Tatsache. Vielleicht werden sie auch gleichzeitig fertig. Nicht, dass das irgendeine Relevanz für uns hätte, aber wäre lustig. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber ich glaube tatsächlich, der hier unten, der dürfte eher fertig sein. Es fehlt nur noch ein Wässerchen. Und zwei Whisky. So, das Wässerchen ist da. Nur noch zwei Whisky. Na, wahrscheinlich der ein Whisky nur noch. Okay, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich wird er irgendwo aus der Pampa geholt. Aber mit etwas Glück... Kommt er vielleicht doch aus der Nähe? Bei beiden fehlt ein Whisky. Wer wird der Erste sein? Spannend, spannend, spannend bis zum Schluss. Uiuiui. Und ich sag's ja, er ist vorher fertig. So, zack. Und gibt Schubrakete. So, komm, jetzt haben wir auch schon einiges an weiteren Soldaten bereitstehen. Sehr schön. Und hier ist immer noch nicht der letzte Whisky, unglaublich. Na gut, wir haben halt hier so einen kleinen, aber blöden Engpass.
Hat er eine kleine Umgehung hingebaut, die ein bisschen mehr Sinn macht, als das, was wir vorher hatten. Und siehe da, jetzt können wir hier auch opfern. Hey, aber geht natürlich nicht, weil die Opferung bereits läuft. Ans Wegenetz angeschlossen, dann hauen wir hier mal den einen und anderen raus. Okay, da sind schon gar keine Leute mehr drin, finde ich gut. Sehr schön, beides eingenommen. 3, 2, 1, 1. So, da hat er auch schon keine mehr. Der hat, ich glaube, der hat gar keine Truppen mehr. Das heißt, wir können eigentlich getrost überall einmarschieren. So, bam, alles stürzt zusammen. So, dann hauen wir hier schon mal direkt Upgrades raus. Da geht nicht, da geht leider auch nicht. So, kommen die letzten beiden, hauen wir auch mal eben raus. Was? Wo werde ich angegriffen? Wo werde ich denn hier bitte angegriffen? Oh, von ihm. Shit. Okay, da habe ich jetzt ein bisschen gepennt. So, das konnte ich gerade noch einreißen, aber das hier wird er mir mit Sicherheit wegnehmen. So, du bist leider am Ende deiner Kohlekräfte. Eisen, Eisen, Eisen. Hier haben wir noch Kohle, das ist gut. Mal kurz in das Inventar geschaut. Ein Kohle habe ich, ein Stück Kohle und ein Stück Eisen habe ich noch. Das ist ja gar nicht mal so viel. Da sollten wir mal hier sämtliche Bergwerke anschließen. Damit wir da mal ein bisschen aus dem Puschen kommen. So, was macht unser Soldatenbestand? Habe ich hier noch was auf Tasche? Ja, ein bisschen was. Kann ich hier eine Expedition starten? Ich versuch's mal. Na gut, Hafen ist besetzt, geht einfach nicht. Na gut, dann können wir das Ganze auch abbrechen. So,
Bevor ich ihn besiege, hätte ich gerne hier meine Upgrades. Der Münzprägerei fehlt es leider an Kohle. Was haben wir überhaupt an Essen? Fisch haben wir ohne Ende, Fleisch haben wir sehr wenig, Brot haben wir doch einiges, das ist gut. Also ihr werdet alle schon mit Fisch beliefert, sehr schön. Was kriegt ihr nochmal zu futtern? Ich glaube Brot, ihr kriegt alles Brot, Fisch und Fleisch. Ja. Und alles ist schon unterwegs, sehr gut. Eigentlich die Verteilung. Ja, eigentlich ganz okay. Wo ist meine Werkzeugschmiede? Die war doch hier in der Nähe, da. Schlosserei. Da stelle ich erstmal die Produktion ein, weil Werkzeuge habe ich jetzt mehr als genug. Und ich denke, es reicht auch, wenn wir jetzt erstmal eine Eisenschmelze haben, da wir jetzt eh kein Werkzeug aktuell produzieren. Dürfte das kein Problem darstellen. Ich glaube, ich will mal hier noch ein bisschen Geländegewinne machen. So, das nächste Ritual der flinken Füße steht bereit. Ah, ne, ist dann noch Cooldown. Nun gut, dann ist das so. So, so, Soldaten haben wir sehr viele auf Tasche, das ist schön. Machen hier mal direkt noch eine Nummer drauf. Was können wir denn noch Schönes für eine Opferung machen? Okay, ich glaube hier den Holzkreislauf, den brauche ich nicht mehr wirklich. Kann ich mir auch schenken. Nicht, dass ich die Ressourcen woanders brauche, aber da brauche ich ihn jedenfalls nicht. Noch jemand Geologen, vielleicht haben wir ja noch irgendwo ein bisschen Granit im Boden. So, dann haben wir da direkt mal die flinken Füße hinterher. Guck an, hier kommt langsam aber sicher mal ein bisschen was nach. Sehr schön. Warte, wir haben doch noch eine Einstellung beim Verteidigung. Wir drehen mal hier die Verteidigung hoch. So, das ist leider auch ausgedient. Danke fürs Mitspielen.